Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf der PBE und zwar heute das Update von Summoner's Rift. Ihr seht hier oben in der Ecke noch Working in Progress, ne? Ist alles noch in Arbeit, aber ich muss einfach sagen, es ist ein Kunstwerk. Es ist einfach ein scheiß Kunstwerk geworden. Wenn wir jetzt, wir laufen einfach mal hier so ein bisschen drüber, wollen ein bisschen durch den Dschungel laufen und die Creeps zeigen und wie die Map überhaupt geworden ist, was für Gimmicks drin sind und es sieht einfach mega cool aus. Also wir können einfach mal loslaufen, ne? Gucken wir uns einfach mal alles hier an. Ich mach mal so die Feststelltaste hier rein, ne? Und es sieht einfach ziemlich nice aus. Es ist jetzt einfach, finde ich, dass die Map Charakter bekommen hat. Dass hier jetzt nicht einfach zum Beispiel so ein paar Brocken rumliegen oder der Inhib und die Nexus-Sachen, die sehen jetzt wirklich richtig cool aus. Hier liegt dann noch so ein Schild rum, hier noch so ein kleiner Haken dran und so. Die haben sich richtig, richtig, richtig Mühe gegeben. Warum ich nicht von Level 1 eingeschaltet habe, ist einfach, dass wir jetzt ein bisschen Level haben, die Creeps alle da sind. Ich möchte natürlich auch sehen, wie die Tower kaputt gehen und wie der Nexus zerstört wird. Deswegen habe ich das jetzt erst gemacht. Wenn wir jetzt hier einfach mal anfangen beim Golem hier, ne? Ach, beim großen Raid ist das ja eigentlich. Mal gucken, ob die Namen sich noch verändern werden. Und ja, einfach am besten gucken, weil sind so viele Sachen noch eingebaut, dass wir jetzt zum Beispiel hier hinter den Wölfen haben wir hier im Hintergrund noch so diese Wolfshöhle dann drin. So, und das ist einfach, das macht ein Spiel aus. Wobei ich natürlich jetzt sagen muss persönlich, dass wenn jetzt die Map so megamäßig aussieht, ja, da müssen aber auch noch einige Charaktere nachgeholt werden, die jetzt wirklich dann Bedarf haben. Hier sind wir bei den kleinen Raids, bei den Süßen. Guck mal, die haben auch ihre Nester hier dann noch dahinter. Einfach richtig cool gemacht. So. Die Buffs gucken wir uns bei den Gegnern an, weil die habe ich gerade bei uns geklärt. So, hier wäre der Red Buff. Ist jetzt nicht so viel. Das sieht aber wirklich einfach sehr schön aus. Turret zerstört. Schade, hätten wir jetzt sehen können. Hier haben wir noch ein Loch. Da könnte auch noch ein Viech rauskommen. Irgendwie so eine Spinne oder so. Zack, können ja auch noch über die Lane gehen, mal. Weil einfach, ja, hier, wenn der Tower kaputt ist, sieht es jetzt so aus. Kann man natürlich auch nicht drüber laufen, also das wird gleich sein. Ich habe mich auch gefragt, wie die das jetzt hier machen wollen mit so, dadurch, dass es natürlich jetzt visuell überarbeitet wurde, werden natürlich auch die ein oder andere Kante wird dadurch anders aussehen. Und ob man dann da noch so gut flashen kann. Guck mal, das hier, das ist der Hammer einfach. Was ich auch mega, mega cool finde, ist einfach hier vorne an den Rändern. Zum Beispiel hier. Können wir jetzt auch runter gucken und wir sehen jetzt halt einfach, wie der River hier rausfließt ans Ende der Welt in diese Schlucht rein. Ah, okay. Wir haben noch einen kleinen Vision-Bug. Können wir uns merken, werde ich auf jeden Fall dann notieren. Was kann man ja auf dem PBE, haben die ja ein Forum, wo die solche Sachen hören wollen. Dass man da zum Beispiel den Schatten durch hatte, das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Dass hier zum Beispiel das Wasser runterläuft. Richtig, richtig nice einfach. So, schaffen wir den Drachen alleine? Keine Ahnung, probieren wir einfach mal, da haben wir ihn. Zack. Was? Der hat uns weggekickt. Ja, okay. Den sollten wir kriegen. Nice. Ja, doch. Das ist cool. Sowas gefällt mir einfach, Riot. Da habt ihr euch richtig Mühe gegeben und die zahlt sich auch 100% aus hier drin. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also, der vergeht, verbrennt quasi. So, dann kommen wir zu den Buffs. Und das ist auch was, zum Beispiel wenn man an die rankommt, dann reagieren die da drauf, die Viecher, dass die dann sich halt zum Angriff bereit machen, so wie er jetzt hier. Bam. Und das ist auch was, das macht das aus, nicht dass die einfach nur hier rumstehen und nichts machen, sondern dass da auch mal was kommt von denen. Weil, ja, ihr würdet euch auch nicht einfach abschlachten lassen. Komm, wir gehen mal hier unsere Mitte verteidigen und gucken uns in der Zeit die Creeps an. Weil die sind auch ziemlich nice geworden. Die Schüsse von Tower und von den Creeps sind natürlich noch ungewohnt für uns jetzt momentan. Aber da wird man sich dran gewöhnen, auch mit den Lebensanzeigen. Auch jetzt hier, wie der Tower zerbröckelt. Ich lasse den Tower jetzt einfach mal kaputt gehen. Dann gucken wir uns an, wie das aussieht, wenn der explodiert. Oh, hoffentlich schaffen die Creeps das jetzt. Ist knapp 150 Leben noch. Komm, schafft ihr. Wenn ihr das jetzt nicht schaffen. Weiß ich, halte die hier oben auf. Oh, 47 HP, ist das euer Ernst? Ja, dann nicht. Dann werden wir einen Tower von denen zerstört. Aber die Creeps, auch hier das Cannon-Creep, das große, sieht schon ziemlich, ziemlich cool aus. So, Blue Buff haben wir gesehen. Dann gehen wir jetzt hier mal eben zum Red Buff. Unser ist nämlich gerade da.
So, Red Buff. Einmal hier. Auch er rastet erstmal übelst aus und macht einen an. Lässt sich nicht einfach unterkriegen, sondern geht in Angriffsstellung. Zack. Haben wir auch schon. Und die verbrennen? Ja, die verbrennen. Schön. Ja, Baron? Weiß ich nicht. Wir können uns hier jetzt nochmal in die Vraetorinos reinziehen. Für die Erfahrung mitnehmen. Ja, Baron werden wir auch gleich angreifen, nachdem wir uns jetzt mal darum gekümmert haben. Ich will nämlich sehen, wie es aussieht, wenn man einen Hip zerstört. Oder halt den Tower werden wir jetzt davor sehen und dann in den Hip, wie das aussieht. Das habe ich nämlich auch noch nicht gesehen. Ich habe bis jetzt einfach nur diese Viertelstunde gespielt. Oh, guck mal, hier ist ein Loch. Ist das extra? Bei uns sind die verschüttet so ein bisschen. Bei den Gegnern, also bei Red ist also okay. Bei Red ist da anscheinend ein Loch drin. So. Oh, OP-Creeps, dann machen wir hier mal weiter. Zack. Dann sehen wir jetzt hier auch mal den ersten roten Turm fallen dann. Und den Hip danach. Okay, der sieht zum Beispiel auch anders aus. Ah, okay, der sackt also da rein, also der fällt da durch. Okay. Der Hip sieht bei denen auch anders aus, wenn wir jetzt mal unseren angucken. Das ist halt so ein blauer Stein, der sich hier so drin dreht, so mit Ketten befestigt. Und hier ist es einfach nur ein roter Stein drin. Bam, bam. Jetzt bin ich ja gespannt. Okay, doch, ich dachte, wäre ein bisschen spektakulärer. So, wir lassen das jetzt hier mal. Und ich hoffe, die Gegner-Creeps werden jetzt da unten das auch zerstören, damit wir einfach das sehen, wie die Super-Vasallen aussehen. Komm, das schaffen die, das sind so viele. So. Ich hoffe jetzt hier, die zerstören jetzt nicht die Base hier oben. Schon. Weil wir Baron noch nicht gesehen haben und dann wir laufen jetzt immer eben schnell zu Baron hin. So, ich hole mir uns noch ein bisschen Damage hier. Bisschen Damage, komm. Einfach schnell zu Baron laufen. Den will ich auf jeden Fall noch sehen. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, da haben die Creeps verteidigt. Kein Problem. Und die Gegner-Creeps haben es nicht geschafft. Schon wieder so 150 HP nur. Da sind die Super-Vasallen, zumindest von den Blauen. Ah, die sehen schon cool aus. Vor allem nicht mehr so einheitlich alles. Es ist jetzt wirklich, dass jedes Viech ein bisschen anders aussieht. Klar, die Mage sehen gleich aus und die Melee-Creeps auch. Aber es ist auf jeden Fall, dass die Gegner-Creeps anders aussehen als unsere. So, da ist also Baron. Wie heißt der? 1183-2. Greifen wir einfach mal an. Schon alleine, um zu gucken, wie der reagiert. Der haut so Stacheln jetzt von unten raus. Wenn man hinter ihm steht. Und vorne rotzt er uns an. Wow. Okay, wir laufen weg. Ah. Ist der stark. Aber richtig cool, dass er auch vorhin hinten und vorne jetzt andere Attacken hat, ne? Dass er jetzt vorne greift er uns mit seiner Rotze an und hinten, wo er jetzt zum Beispiel nicht dran rotzen kann, hat er diese Stacheln aus dem Boden gehauen. Nice. So, ich glaube irgendwie nicht, dass dadurch, dass jetzt natürlich die Mitte pusht und die Creeps hier immer abgehalten werden, werden wir unsere Vasallen leider nicht mehr sehen. Deswegen werden wir jetzt einfach rushen und uns angucken, wie das aussieht, wenn der Nexus zerstört wird. Ah, okay, die sehen quasi gleich aus. Haben wir halt der drehende Nexus-Stein. Der gehalten wird von unten. Oh, super, Vasallen. Zu OP. Was macht der, wenn er schläft? Okay, der steht da. Baron auch. Finde ich ein bisschen cooler geworden, dadurch, dass er jetzt ein bisschen größer ist und so ein bisschen mehr hermacht. Ob er jetzt, sag ich mal, die anderen Köpfe gebraucht hat oder hätte, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ein bisschen mächtiger, das Viech. So, bam. Klar, pushen jetzt die anderen Lanes auch, weil wir hier in der Mitte die Creeps aufhalten. Komm, Super Vasall, du musst die Tower-Schüsse abhalten. Okay, ist das hier so gewollt? Wahrscheinlich ja, oder? Ja, okay, die schweben manche davon. Ah, okay. Dann haben wir das hier bei dem nur noch nicht gesehen, dass das so Schwebende sind bei denen. So, und jetzt bin ich echt gespannt, was passiert, wenn wir den Nexus zerstören. Ob da so was Spektakuläres kommt oder nicht. Hau drauf. So.
Der Nexus, also der, ihr seht schon, der Stein löst sich auf. Ja, okay, es ist auf jeden Fall schon mal besser geworden. Ich muss ja sagen, der Abschlussscreen bei, wie heißt es denn, bei Dominion gefällt mir eigentlich am besten. Wie der Nexus da einfach zerplatzt und dann diese 10.000 Partikel über dem Bildschirm verteilt werden. Das sieht richtig hammer mega geil aus. Aber auch hier, ich muss sagen, ihr seht jetzt gerade hier, das müssen wir vielleicht auch noch reporten, dass hier jetzt so ein kleiner Vision-Bug noch ist. Alles, was euch zum Beispiel aufgefallen ist, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, oder? Ah, das sind die Gegner-Creeps, sind das, okay. Aber alles, was ich jetzt nicht gesagt habe, oh, guck mal hier, da ist ein kleiner Bug, was ihr gesehen habt, schreibt es bitte, bitte in die Kommentare rein, damit ich das denen da reporten kann, damit die da dran arbeiten können, damit diese Map einfach noch besser wird. Ich finde es einfach der Hammer, der Obershit. Es ist so mega gut geworden. Alles hat jetzt einen richtigen Charakter in der Map. Problematisch ist ja, wie gesagt, schon mal, dass dann manche Charaktere, die schon lange nicht mehr überarbeitet werden und ziemlich klotzig aussehen, dann vielleicht hier nicht mehr ganz so reinpassen werden, aber die werden das schon hinkriegen, die arbeiten im Moment ja richtig megamäßig da dran. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn auf der PBE was wirklich Neues ist, melde ich mich, sage ich euch Bescheid. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, teilen, ne, Abo dalassen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs dabei sein und freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder was zeigen zu können. Also bis dahin, tschüss, liebe Leute!